Hallo Leute, es geht weiter mit Remember Me. Ja, ich habe... Oh Gott, ich klöter hier voll mit meinem Gamepad rum. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht gespielt, hatte aber zuletzt versucht, krampfhaft dieses Rätsel zu lösen. Und um dieses Rätsel zu lösen, sollte man schon ein paar Englischkenntnisse besitzen, weil ich habe mich schlau gemacht. Ich bin auch nicht drumherum gekommen. Ich stand hier und man hält sich ja irgendwann tatsächlich für komplett blöd, wenn man nicht weiter weiß und man so alles durchgeht. Und zum einen, die Buchstaben haben Platz geschoben zu werden, hoch oder runter, je nachdem, sieht man, da sind so freie Felder. Ich habe halt gedacht, ich soll sie anwählen, ist aber auch egal, ob man sie nun schiebt oder anwählt oder wie auch immer, weil ich wusste einfach partout nicht, was die hier von mir wollen. Und ich hoffe deswegen, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich die Lösung jetzt also schon weiß und die jetzt eingeben werde, weil es wurde einfach im Spiel auch nicht übersetzt. Also selbst wenn man eine Idee hat, was es heißen könnte, das bringt nichts. Man muss es halt auf Englisch übersetzen und dementsprechend den Buchstaben des englischen Wortes wählen. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Ja. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. So. Ich habe es ja noch nicht selber ausprobiert, aber ich schätze mal, es wird schon funktionieren. Ich kann jedenfalls das jetzt anwählen. Und jetzt heißt es ja, wird Memorize Schwindel entlarvt? War das das Erste? Wird ja. Schwindel da entlarvt. Nehmen wir jetzt das hier. Muss die Menschheit tapfer sein. Piep. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. So, dann nehmen wir die 3, weil das ist etwas, was ich mir sogar tatsächlich selber schon gedacht hatte. Die passt ja hier nicht rein. Warum ist da die 3 drin im Memorize? Das ist sozusagen der Schwindel. Dann heißt es, man soll tapfer sein oder was weiß ich, was da gerade gesagt wurde. Da ist das Wort übersetzt Hero. So, also er ist der Held oder man ist tapfer. Ne? Und am Ende des Fortschritts wurde ja dann gesagt, glaube ich. Und wenn man hier auf das Wort halt guckt, dann sieht man ja, es fehlt schon das N. Warum man dann das O jetzt nimmt, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall der letzte Buchstabe. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und dann möchte ich das jetzt anklicken. Kann ich das denn nicht? Oder habe ich es noch nicht richtig hochgeschoben? Ah, ja, das war anscheinend die richtige Lösung. Ob mit Lösung oder nicht, bin ich froh, dass ich das gemacht habe und dass wir jetzt weiterkommen. Also Hero, Schwindel 3 und O für Ende des Fortschritts. Und das ist dann die Lösung des Ganzen, hat er auch gesagt. Und ja. Gehen wir hier mal hoch. Hinter ihm her, hinten. Hinter dem nun mittlerweile schon toten Captain Trace. Soll ich wieder synchronisieren oder nicht? Ja. So, und jetzt kann ich da den Knopf drücken. Wie sieht das denn jetzt hier von oben aus? Ach ja, ich bin immer wieder auch ein bisschen positiv überrascht von dem Spiel. Was steht hier? Trösten, zuhören, verlassen. Beschützen, bewundern, lieben. Hm? Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Nettes Familienporträt. Ja.
Vor allem, es wird wahrscheinlich ihr eigenes sein, was wir jetzt hier machen sollen. Gibt es hier noch was, bevor ich das Rätsel mache, zum Aufheben? Ich wette, ich habe unten wieder irgendwas übersehen, ne? Oder? Da unten noch was? Ich, vorsichtshalber, gucke ich mal. Und auf der anderen Seite war ich ja auch noch gar nicht, oder? Komme ich daher? Komme ich hierher? Bin ich im Kreis gelaufen, ne? Ist ja auch egal. Gut, ich versuche das mal. Aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich überhaupt verschieben kann. Ach so. Und was ist dann vorne? Naja, sie. Ich habe keine Ahnung. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Hm. Es muss ja so sein, dass... Also sie verlässt ihr Kind, hieß es ja. Verlassen ist jetzt... Moment, ich muss noch mal reinhören. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Ich achte gerade überhaupt nicht auf die letzten Sätze, weil ich komme hier sonst komplett durcheinander. Vielleicht sollte ich mir das auch einfach mal aufschreiben. Das mache ich jetzt mal eben kurz, sonst muss ich immer wieder reinhören und das finde ich immer sehr doof. Einen Moment bitte. So, ich höre noch mal rein und dann schreibe ich mir es währenddessen mal auf. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Ja, gut, okay. Ich finde die Frau gerade gar nicht mal so einfach. Also das Kind liebt ja beide. Dann müsste das so ja eigentlich passen. Sie hört ihm aber zu. So. Aber sie verlässt ja das Kind. Hab ich das richtig? Ja, sie verlässt das Kind. Wie mache ich das denn? Ah, da ist Zuhören und Verlassen nebeneinander. Dann geht das, glaube ich. Nochmal. So. Fehlt nur noch er, dann müsste es eigentlich stimmen. Und bei ihm hieß es, er bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht zu. Ich glaube, er hört... Oder dem Kind? Er bewundert, aber hört ihr nicht zu. Wie kann denn dann beides sein? Oh, jetzt habe ich mich hier wieder verdreht. So. Ach, jetzt hab ich's. Schluss des Konzeptionswürfels manuell durch externe Steuerung aufgerufen. Notfallprotokoll aktiviert. Sesam, öffne dich. Charles' letzte Bastion ist geknackt. Los! Ja, Ziel erreicht. Aber, ich weiß jetzt gar nicht, was da am Ende, betreten Sie den Konzeptwürfel? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was da am Ende jetzt... Ob das jetzt richtig war, wie ich es mir gedacht habe. Ich denke aber schon, was da für Wörter standen. Wahrscheinlich einfach die, die auch vorher gesagt wurden. Ich glaube nicht, dass hier noch was lag. Warum bist du aus der Puste? Ich bin doch nur einmal jetzt die Treppen runtergelaufen. Meine Güte. Ein bisschen Kondition brauchst du noch, ne? Denn auch wenn du jetzt schon seit Stunden herumläufst...
Ja, es ist irgendwie ein schönes Bild gerade. Der Ton ist aber ganz komisch, gehört aber wohl ins Spiel. Was mache ich jetzt hier? Ich laufe hier an der Seite lang. Oh. Oh nein. Wir machen natürlich dieses Rost in Frieden, wenn das geht. Weg da. Ich mag die Kameraperspektive gerade nicht so. Und wieder Rost in Frieden oder eine Logikbombe ist auch in Ordnung. Ran damit und weg. Kriegen wir schon hin. Ich mach das Ding kaputt. Wow, okay. Das Ende. Ich bedränge deine Augen. Strafen, verfolgen, strafen. Das Ende. Mist. Ja, das war klar. Oh, ich habe nicht aufgepasst, sorry. Ich merk's aber gerade so. Oh, es ist gerade so spannend irgendwie und ich sag schon gar nichts mehr und merk schon die ganze Zeit, oh, wenn ich nicht besser spiele, sterbe ich. Egal, ist nicht schlimm. Ich bin aber mit den Kombos gerade überhaupt nicht zufrieden, weil ich hier jetzt irgendwie gerade nur Zeit drin habe, was gut ist, aber irgendwie möchte ich auch doch wieder ein bisschen Heilung drin haben. Oder ich gewöhne mir einfach wieder an, dann nur X zu machen. Moment, das kriege ich schon hin. Was ist denn hier jetzt am besten? Meine Sensentarnung vielleicht? Dann schalte ich zumindest ja einen schon mal aus. Genau. Knall! So. Und ich kann weiterlaufen. Ich kann weiterlaufen. Oh mein Gott. Dem Licht entgegen. Daddy, rat mal, wer heimkommt. Wenn jemand fragt, warum wir tot sind, sage ich, weil unsere Väter gelogen haben.
Rudyard Kipling. Ich muss meinen Vater konfrontieren. Aber meine Geschichte hat so viele Löcher. Schatten auf der Leinwand meines Lebens. Ich war Nillin, Erroristin, gefürchtet und gehasst. Ich formte Gedächtnisse nach Lust und Laune um. Ich war einst der geliebte Spross der Cartier Wells. Ein Paar, verehrt von der Gesellschaft, die es schuf. Schatten und Licht. Ich muss den Schaden richten. Das von meiner Familie begangene Unrecht gut machen, bevor das Chaos alles verschlingt. Zeit für meinen Vater, das Gift zu kosten, das die ganze Welt geschlürft hat. Edge führt mich. Und ich bin bereit. Episode 8, Die Sünden der Väter, Conception Cube, 0:52 Uhr. Der Konzeptionswürfel, das Herz dieser Korruption. Dieses Mal gelingt es, ohne Wenn und Aber. Erzähl mir von meinem Vater, Edge. Charles Cartier Wells hat sich jahrelang eingeigelt und träumt von einer idealen Zukunft. Hier wurde H3O konzipiert. H3O? Memorize zentraler Server. Dort sind all diese Erinnerungen gespeichert. Nur dein Vater kann hinein. Du musst ihn überzeugen, dich hineinzulassen. Bringen wir es hinter uns. Gut, bringen wir es hinter uns. Ihr kennt mich. Ich gucke erstmal, ob ich noch was übersehen habe. Und da liegt sogar was. Oder? Nee. Das sieht nur so aus. Aber das ist nur bei diesem Ding. Warum? Doch, da war doch was. Wo bist du, Skaramell? Na also. Das sieht doch so richtig schön verlockend hier aus, als wäre hier was. Aber das sieht auch aus, als könnte man da was aufheben. Komisch, dass das da so eine Stelle gibt. Aber hier auch. Okay, dann sieht das wohl nur so aus. Noch irgendwas? Immerhin ein Skaramech. Gut. Im nächsten Part werde ich dann wohl auch noch mal was lesen. Oder wir machen das jetzt schon. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch einfach mal. So schön das auch gerade ist und so spannend das auch gerade ist. Ich mache ja auch noch mal einen schönen Screenshot nehmen, weil es sieht so toll aus mit den Figuren. Weil wer weiß, wie lange das Spiel noch geht. Zuletzt war ich schon bei 74% und, ne? Da sollten wir dann vielleicht noch mal ein bisschen was lesen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier... neues Wirtschaftsabkommen. Vielleicht mal die Sinnflut. Das wollten wir noch machen, glaube ich. Sinnflut 2.0. Ich erinnere mich daran. Entgegen der von den Medien propagierten öffentliche Meinung war nicht der Anstieg des Meeresspiegels der Grund für die lange vorhergesagten humanitären und ökologischen Katastrophen, sondern die gewaltigen Stürme, die durch die globale Erwärmung hervorgerufen wurden. Die als Sinnflut 2.0 bezeichnete Naturkatastrophe verwüstete ab dem Frühling 2038 den Planeten. Bis zum Jahr 2038 lebten 50% der Weltbevölkerung an den Küstenregionen und in Gebieten, die an die reichen Meeresküsten angrenzten. In diesen Gebieten gab es den besten abgelagerten fruchtbaren Boden. Sie trieben dank ihrer Mega-Häfen ausgedehnten Seehandel und besaßen Wohn- und Erholungsgebiete, die den industrialisierten Ländern zugute kamen. Das Schmelzen der Gletscher begann im späten 20. Jahrhundert, obwohl dieses Phänomen erwartet worden war und es das öffentliche Interesse geweckt hatte, wurde die Ausdehnung der Ozeane als Resultat der globalen Erwärmung auf tragische Weise unterschätzt. Das Anschwellen der großen Meere führte zu andauernden Stürmen und Hurrikans, die weitere Klimakatastrophen und den Zusammenbruch ganzer Infrastrukturen auslösten. In einigen europäischen Städten gab es während des gesamten Jahres 2038 weniger als 10 Tage ohne Regen. Die Regierungen vermochten es nicht mit den ständigen Katastrophen, die aus Erdrutschen, Überflutung, sinnflutartigen Regenfällen, dem Zusammenbruch von Kommunikationsnetzwerken, Energieverteilung und nuklearen Störfällen resultierten, fertig zu werden. Von Chaos, Hungersnöten, Angst und dem steigenden Meeresspiegel geplagt, brachen ganze Regionen zusammen. Die Bevölkerung in diesen Gebieten, die man nun als Klimaflüchtlinge bezeichnete, begab sich zu Millionen auf Stadtschiffe und Barken,
um aus Regionen zu entkommen, die entweder ausgedörrt oder überflutet waren. In nur wenigen Monaten sanken die Kommunikations- und Reisemöglichkeiten auf das Niveau einer vorindustriellen Ära. Bei der Volkszählung von 2035 wurde die Weltbevölkerung auf 9 Milliarden geschätzt. 10 Jahre später wurde angenommen, dass mehr als die Hälfte davon ums Leben gekommen waren. Ja, das ist ja schon mal interessant. Ich finde es auch toll, dass in diesem Spiel so viel auf so Hintergrundgeschichte und auf die Hintergrundwelt so ein bisschen Wert gelegt wurde, dass man da so ein bisschen gleich mehr erfahren kann. Ja, das war jetzt die das. Was haben wir noch? Wir haben ja jetzt einiges wieder gefunden gehabt. Genau. Die erste zivile Anwendung, Sensen 6, die Antwort auf die Gedächtnisverbrecher, das alles hatten wir auch noch nicht. Nillin gibt's jetzt und Charles Cartier-Walls, das ist ja auch mal interessant. Oh, schaffe ich das jetzt noch schnell zu lesen? Nee, ich lasse es mal. Ich mach das sonst mal im nächsten Part und guck mal, dass ich da so ein Päuschen finde, wo ich das lesen kann, den Charles. Das machen wir auch nochmal. Wir sehen uns im nächsten Part von Remember Me. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis dann.